packen wir auf jeden Fall mal zwei Stück. Wenn ich euch sofort finde, hier Badeschemel. Ja, zweimal denke ich mal reicht. Da stürmen sie alle hin jetzt, ne? was willst du da? Da willst du hin. Dann wäre es gut. Nee, habe ich leider nicht. Aber ich weiß nicht, da habe ich so viele davon, ne? Dass wir da vielleicht einmal noch zwei Stück machen. Nee, nicht in Blau. Da haben wir eh schon so wenig Farbe. Wir machen die auch in Weiß. Blumentöpfe. Ja, da mache ich auf jeden Fall die zwei in Blau. Dann schauen wir mal weiter, was wir vielleicht noch machen können. Oh ja, Handtücher. Da haben wir noch zwei Stück. Blaue Farbe habe ich jetzt bloß keine mehr, ne? Okay. Dann einmal hier ran. Ich glaube, das haben wir auch hier. Genau, Waschzuber. So, und zwar zwei Stück kommen hier rein. Würde ich sagen, tun wir einen dahin stellen. Und den anderen einfach dahin. Die zwei kommen hierhin, einmal da und einmal dort. So. Dann können wir die Handtücher daneben. Hallo Schwester. Die Schwester Esther. Machen wir einmal hier eine Blume und einmal da eine Blume. Und da die ja so drauf stehen, würde ich sagen, machen wir die Paralyse rein. Wenn ich die denn noch habe. Wo sind denn meine ganzen Blumen? Gold. Oh, ich habe keine Paralyse mehr. Ganz, ganz böse. Okay, naja, dann machen wir die Milchblüten, das ist egal. Ich hätte ansonsten jetzt zwei Paralyse reingetan und dann wäre es gut gewesen. So, wir brauchen natürlich aber auch Licht hier drin, ne? Das ist auch klar. Machen wir die. Dann haben wir sie zum einen los und zum anderen passen die doch. Für den Raum passen die doch. Ah, da kann ich dich nicht hinplatzieren, ne? Ja, das geht wegen dem Stein nicht. Aber warum? Da müsste es gehen, oder? Ja, da geht's. Moment. Da geht's. Ja, da geht's leider nicht. Dann ist es halt einfach so. Aber dann können wir da vielleicht noch eine hinmachen. Und vielleicht hier über die Blume noch. Achso, haben wir schon vier Stück, das passt. Ja, ist doch gut. So, großer natürlicher Platz mit Spa. Eins Spa. So. Und hier würde ich sagen, kommt noch der Umkleideraum rein. Der Umkleideraum. Wir machen die, würde ich nicht reintun. Ich würde auch sagen, wir tun hier die zwei Duschen mit rein. Die tun wir dann ein bisschen verdecken. Dann brauchen wir die Trenner, die Paravent. Warte mal, da kommt eine Mauer hin. Dann würde ich sagen, einmal hier, einmal da. Hier machen wir eine Sichtschutzmauer. Da überlege ich jetzt gerade, ob ich... Na, die mache ich nicht aus Holz. Dann machen wir auch, wo seid ihr? Da. Die hier. Aber vielleicht nur die drei hoch. So. Dann hätte man da quasi so ein bisschen Dusche vorher. Gefällt mir nicht.
wenn, dann würde ich eher sagen, stellt mir das hier so davor. Dann kann man nämlich immer noch hier außen rumgehen. Man kommt zur Dusche hin. Ja, das ist doch in Ordnung. So, jetzt haben wir bloß kein Handtuch mehr. Machen wir auch zwei. Und die machen wir dann natürlich in der passenden Blaufarbe. Jetzt dürfte ich kein Blau mehr haben, oder? Vier Stück habe ich noch. Hui. Warte mal, kannst du Blau jetzt mittlerweile herstellen? 394. Ja, das ist auf jeden Fall schon mehr als das, wo ich das letzte Mal reingeschaut habe. Wir machen jetzt mal 30 Stück, also 90 von der Farbe. Das passt dann schon. Ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Dann würde ich sagen, da ich die ja eh gerade übrig habe hier in Massen, machen wir da mal zwei Lichter her. Ebenso neben den Eingang. Ich würde dann sogar sagen, dass ich hier vorne nicht irgendwie Glastür oder sowas mache, sondern wir machen da tatsächlich so einen Vorhang hin. Den hier, den Türvorhang. Und da schauen wir mal, wie der ausguckt in Weiß. Ja. Optimal. Machen wir. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob irgendwie ein Raum entsteht hier. Also ein Raum wird entstehen, aber gigantischer Duschraum entsteht hier. Okay, aber das hat jetzt dann nichts mit einem Erholungsort zu tun. Da muss ich mich dann nochmal schlau machen. So, euch kann ich, glaube ich, nicht färben. Nein. Euch kann ich nicht färben, aber ihr seid in der schönen natürlichen Farbe. Braun. So, und wir haben hier einige. Und da ja hier Durchgang ist, ist hier eben mehr Abstand. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall auch Licht. Da passt's. Dann machen wir da noch ein Licht hin und da vielleicht noch eins. Kleiderschrank. Habe ich sowas wie einen Kleiderschrank einstecken? Ich habe noch so einen Pflanzkübel. Den kann ich auf jeden Fall auch irgendwo hin platschen. Den machen wir da in die Ecke. So. So kriegen wir nämlich auch das eine oder andere mal los. Hat halt jetzt halt nichts mit einem Erholungsort zu tun. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Und dann werde ich das natürlich mal kurz anpassen oder irgendwo anders schnell aufbauen, dass wir das dann als in der Karte haben. So, aber ich habe keine Kleiderschränke. Dann gucken wir mal, welche wir da am besten nehmen. Warum nicht? Solche hier. Das schaut aus wie ein Spind. Ja. Dann kann man da noch zwei hin machen. Und vielleicht hier noch einen. Oder da noch einen. Dann von den Wandhängern hier würde ich sagen, machen wir solche Garderoben hin, hätte ich gesagt. Und zwar mache ich jetzt mal vier Stück. Und wenn ich die schon färben kann, dann mache ich die auch in Weiß. Und die hätte ich jetzt gedacht, schön viermal hier nebeneinander. Jawohl. Dann kann ich da nämlich noch Klamotten machen und könnte die Sachen dann da reinhängen. Was machen wir denn da?
Was machen wir denn da? Strandoutfit? Spärliches Strandoutfit? Badehandtuch? Wir könnten zwei Badehandtücher machen. Dann machen wir einmal das spärliche. Und wir machen einmal das Ding hier. So, und die hängen wir einfach so rein, wie sie sind. Das ist jetzt natürlich blöd, weil ich wollte nicht beide hier rein tun. Sondern wenn dann nur einen. Yes. Und ich glaube sogar, wenn ich in dem Kleiderschrank eben hier Klamotten rein tue, Badesachen, da machen wir jetzt einfach mal. Wo waren das? Ich suche ja das Zeug immer, ne? Ist klar. Ja, Ausrüstung, okay. Wir wollen ja was sehen, ne? Wir machen jetzt einfach mal 10-mal das da. Musst du jetzt hier rumtrödeln? Rumsingen, sumsen. Was hat mich da eigentlich? Auffällige Abendgarderobe. Jetzt ernsthaft. Halt, warte mal, dann können wir. Ja, das ist neu. Dann können wir vielleicht mal hier. Nehmen wir zwei in schwarz. Halt mal verschiedene Farben hier nehmen, ne? Dann machen wir zwei in pink. Welche Farbe hatten ich da noch nicht? Blau hatte ich noch nicht. Machen wir noch zwei in blau. Die restlichen vier machen wir in... Und... Die hier brauche ich eigentlich auch in jeder Farbe, ne? Ich habe die auch noch gar nicht gefärbt gehabt, ne? Also, machen wir einmal in weiß. Ganz klar. Also wenn, dann brauchen wir da auch jede Farbe mindestens einmal. Und die letzten zwei machen wir dann in blau. Also die letzten zwei blauen, meine ich, machen wir jetzt halt. Und dann machen wir nochmal eins in weiß. So, bei weiß haben wir so viel Farbe. Das passt. So, gut. Die Dinger kommen jetzt alle in die Schränke rein. Also von daher tun wir jetzt halt einfach mal die hier rein, da rein. Dann tun wir da welche rein. So, da muss ich jetzt halt allerdings dahin. Machen wir es so. So, dass einfach überall was drin ist. Zack, zack. Dann hier noch das Rote. Und dann hier noch die Dinger. So, das war natürlich alles neu. Aber ob ich das jetzt halt in dem Ding hier auch neu habe. Gegenstände, ich weiß nicht. Die da waren jetzt neu, okay. Aber bei den Klamotten, das ist aber auch neu. Da wird es ja nur als Farbe angezeigt, ne, wenn ich das neu habe. Ja. Es wird nur eben als alle Farben angezeigt. Das ist schon interessant, weil es gibt halt viele Dinge, die man dann färben kann, ne? Da ja auch zum Beispiel den Stein habe ich schon in jeder Farbe. Da habe ich fast schon alles. Also kann man alles irgendwie ein bisschen färben. Hier würden eigentlich ganz gut noch Blumentöpfe oder sowas gehen, ne? Schlaft ihr im Spa? Naja. Öfter mal was Neues. Okay, dann legen wir uns auch mal noch ganz kurz hin.
schlubbididupp und ab. Und da muss ich mich echt einmal drum kümmern, dass ich rausfinde, was genau für den Spa gebraucht wird. So, nachdem ich jetzt geschlafen habe, habe ich jetzt mich dazu entschlossen, erst einmal hier so ein bisschen was wegzuhauen. Musste ja einfach sein. Dann habe ich mir überlegt, warum stelle ich eigentlich diesen großen Turm dahin? Ich glaube, ich hatte vor, dass ich dort hinten nochmal eins nach außen gehe. Allerdings ist mir dann so eingefallen, naja, ich muss ja die Mauer hier auch noch runterwärts machen und ich weiß nicht, ob das jetzt so toll ist. Eigentlich müsste ich den Turm hier wieder entfernen. Das wäre, glaube ich, am vernünftigsten. Jedenfalls, die Quartiere, das obere Stockwerk von den Quartieren habe ich weggehauen und habe mir dann gedacht, warum soll man das nicht hierher platzieren, weil immerhin habe ich ja den Trainingsplatz jetzt dahin gemacht und dann könnten wir doch eigentlich das hier hinbauen. Also so in bis daher irgendwie. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich es machen werde und wie groß. Weil hier muss nämlich nochmal was Spezielles mit dran, dass wir unseren Erholungsraum haben. Und die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen, dass wir ein Musikzimmer brauchen im Anschluss an den Spa. Was auch ein bisschen komisch ist, aber es ist so. Ein Musikzimmer muss neben dem normalen Spa, dass wir dann einen Erholungsraum haben. Okay, warum habe ich das jetzt dahingesetzt? Ganz einfach, weil das, das soll jetzt im Grunde der Außenbereich sein. Jetzt bin ich nochmal gespannt, habe ich das jetzt richtig gemacht? Mache ich es mit einer einfachen Tür? Ich glaube, ich mache es mit einer Doppeltür. Aber dann müsste ich das da nochmal um eins rübersetzen. Aber das machen wir dann später. Aber dann ist hier schön in der Mitte eine Doppeltür. Ja, 2-4. 2-4 passt. Moment. So 4. Ja, doch. Das ist gut. Und ich denke, das werde ich auch in grün machen. Einfach um hier nochmal eine andere Farbe mit reinzubekommen. Genau. So. Aber was ich jetzt machen möchte als allererstes, ist mal was komplett anderes halt. Ich muss mir da mal was ausleihen auf die Schnelle. Ihr seht schon, ich habe jetzt halt hier einen Durchgang gemacht, dass wir dann den Anschluss haben an das Musikzimmer. Und das wird natürlich auch dann noch, ganz klar, wird auch noch verändert. Also ein bisschen. Also hier wird nicht sehr viel verändert, hier beim Spa. Ah, verdammt. der Spa bleibt natürlich so, wie er ist. Es werden nur hier nochmal diese Holzstufen herkommen. Und hier muss ich leider eine Tür reinmachen, weil ich nämlich gesehen habe, dass ich bei meiner ersten Staffel ewig rumgetan habe, um diesen Erholungsort zu machen. Und am Ende waren es dann tatsächlich ganz normale Türen, die ich habe einsetzen müssen, um diesen Erholungsraum zu schaffen. Naja, gut. Aber ich mache jetzt erstmal was anderes. Das mache ich dann jetzt halt auch da hinten etwas abseits. Dann kann ich es nämlich auch jederzeit wieder weghauen. Ah, und ich glaube, das ist gut hier. Ja. Das machen wir einfach dahin und fertig. So, nee, lasst es mal. Ich würde sagen, wir machen da hinten einfach so eine Ecke rein. 6, 7, 8. Das sollte eigentlich reichen. 5, 6, 7, genau. 7 mal 7. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Dann nimm wieder deinen Topf ohne Boden mit in die Hand. Weil dann können wir das Ganze nämlich hier ein bisschen mit Plasma füllen. So. Dann brauchen wir... Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn man das Ganze hier noch ein bisschen als Stufe hat. Dann mache ich das einmal so. Normalerweise sollte das auch reichen. Muss es jetzt dunkel werden? Das sollte reichen, ja. Moment, da brauche ich noch zwei, dass ich dann eine Stufe habe. So, dann brauchen wir dreimal Stuhl. Dreimal die. Ich wollte die jetzt halt nicht extra nochmal bauen.
So, dreimal Stuhl, Badeschirme waschen, Gegenstand des Bösen brauche ich noch. Hm. Gegenstand des Bösen. Ja gut, wenn das jetzt halt eh gerade Nacht ist, dann würde ich sagen, hüpfe ich nochmal ganz kurz hoch. Und legen uns ganz kurz hin, dass wir es dann auch gleich wieder Tag haben. So, dann muss ich jetzt nur einen Gegenstand des Bösen herstellen. Beliebig steht hier. Schaf bekommt ein Warum kann die Kuh nicht nochmal ein Tierchen bekommen? Gibt es jetzt so viele Kühe hier? Kann das sein? Ich habe entweder Huhn oder Schaf. Aber keine Kuh. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt halt abhängig ist davon, dass ich jetzt halt schon drei Kühe da habe oder sowas. Ich weiß es nicht. So, jedenfalls du. Weg mit dir. Tschüss. Verlass die Insel. Ja, frohes Leben. Schauen wir mal. Gegenstand des Bösen. Deko-Gegenstand. Was ist denn ein Gegenstand des Bösen? Ist das ein Gegenstand des Bösen? Oder die Zitadellenwandskulptur? Oder die Figur? Hier. Der falsche Götze. Das kann natürlich auch sein, ne? Ich würde sagen, wir stellen mal den her. Wir stellen dieses Ding her. Und dann einfach einmal dieses Gruselgesicht. Ich hätte das Ding Fratze genannt oder sowas. Das wäre, glaube ich, sinniger gewesen. Einfach passender.